Hallo, willkommen beim nächsten Deine Runde. Ich bewerte diesmal wieder mit 5 verschiedenen Videos. Bevor wir aber zu den jeweiligen Videos kommen, möchte ich erstmal Danke sagen. Seit jetzt, wir haben heute noch Mittwoch, muss ich dazu sagen, seit knapp 2 Stunden ist jetzt der Online-Shop, also www.fastlanestore.de online und vielen, vielen Dank für die Bestellungen. Jetzt hoffe ich einfach nur, dass meine Caps reichen. Also ja, mega geil, was ihr bestellt, was ihr macht und tut. Ist super, super geil. Schaut einfach mal drauf für diejenigen, die noch nicht drauf geschaut haben. Wie gesagt, www.fastlanestore.de und da findet ihr zum Beispiel die Cappies, Aufkleber, Schlüsselanhänger, Autogrammkarten und so weiter und so fort. Also einfach da mal reinschauen und für diejenigen, die schon was bestellt haben, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Jetzt aber zu den Videos, die ich heute wieder mit euch angucken will. Also ich gucke sie mir an, ich mache meine Kommentare dazu und ihr habt entweder Spaß daran oder lernt sogar noch was dabei. Also wir fangen an mit dem Jakob. Und zwar hat mir der Jakob ein Video geschickt, Assetto Corsa, Nürburgring, AMG GT3. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Da sind wir jetzt auf der Start- und Zielgeraden und los geht's. Also Schlangenlinie musst du da nicht fahren, also die Räder musst du nicht mehr, Reifen nicht mehr warm machen. Geht's runter im 6. Gang, das passt soweit. Anbremsen, erste Kurve. Ja, spät auf der Bremse, sehr gut. Und dann aber den Abstand nutzen, die Streckenbreite nach außen nutzen. Hier spät einen Scheitelpunkt setzen. Da warst du innen, da hast du ein bisschen Übersteuern gekriegt. Deswegen da innen sein, spät innen sein. Links bleiben, das machst du ganz gut. Innen dann drüber, ja, das war okay. War okay, da könntest du vielleicht in dieser ersten Linkskurve noch ein bisschen weiter links bleiben und dann den Schwung mit aus der rechts nehmen. Kurzanbindung wird gefahren, da kannst du 2 Varianten fahren. Du fährst die 2. Variante, die ich nicht machen würde, also du fährst den späten Scheitelpunkt, man kann aber auch innen rein, Stückchen nach außen und wieder nach innen rein. Hat aber soweit gepasst. Dann wieder rein hier die Links, das hat gepasst. Das sieht ganz gut aus. Nicht so früh einlenken, hier warst du vielleicht ein Ticken zu früh innen in dieser rechts. Da musst du aufpassen, damit du einfach den Schwung hier mitnehmen kannst. Und ansonsten wundert es mich, du fährst irgendwie so immer so Schlangenlinien so oft auf der Geraden. Also das Auto fährt irgendwie nicht geradeaus beim Geradeausfahren. Zumindest erscheint es jetzt in dem Video so. Anbremsen, enge Schikane hier. Formel 1 Schikane, ja, das passt. Ein bisschen früher am Gas gewesen, da hast du gemerkt, da zuckt das Heck so ein bisschen. Aber du nutzt auch irgendwie immer nicht die Streckenbreite komplett nach außen. Du zwingst das Auto nach innen rein. Scheitelpunkt ganz leicht verpasst in der letzten Kurve. Aber generell war das eine gute Runde, Jakob. Also nicht so schlecht, die paar Dinge noch beachten. Und dann geht es nochmal ein bisschen weiter nach vorne mit der Zeit. Das ist so ein generelles Thema. Also nutzt, ich sage jetzt glaube ich zum 100. Mal, aber nutzt immer die Streckenbreite komplett aus und zwingt nicht das Auto so nach innen reinzufahren und überfahrt es. Also dadurch, wenn ihr nach innen einlenkt und das Auto zwingt innen zu bleiben, dann erzwingt ihr einen Übersteuern sozusagen. Und da müsst ihr einfach ein bisschen aufpassen. Deswegen immer die Streckenbreite ausnutzen, um da nicht in dieses erzwungene Übersteuern reinzukommen. Als nächstes haben wir den Marco und der hat mir geschickt Race Room. Audi R8 LMS in Bathurst. Bathurst ist eine der geilsten Rennstrecken, wie ich finde. Also, das ist so eine Nordschleife, man sagt das immer sehr schön, eine Nordschleife in klein, aber es ist geil. Ich bin leider noch nie da gefahren, aber von jedem, der dort gefahren ist, beziehungsweise wenn man es von den Simulationen her sieht und kennt, ist es einfach eine mega geile Rennstrecke, saugefährlich. Vor allem gibt es dort eine Känguru-Flagge oder eine Känguru-Warnung, wenn die da drüber hoppeln über die Straße, mega geil. Aber der Marco hat mir die Runde geschickt in Bathurst, wie gesagt mit dem Audi R8 und die gucken wir uns jetzt an. Also geht es jetzt hier auf Start und Ziel drauf, die Linkskurve noch durch. Ist halt auch immer geil, das Rennen startet ja ganz, ganz früh morgens und geht dann bis abends. Ist auch immer eine geile Atmosphäre einfach. Okay, also erste Linkskurve jetzt hier innen rein, passt. Ausdruck, ein bisschen Übersteuern gekriegt, oder? Da war ein bisschen, der Curb, der zieht einen auch raus. Also ich kenne das nicht jetzt von Race Room, ich kenne es aber von iRacing. Da ist es auch so, wenn du auf den Curb drauf kommst, der zieht dich so ein bisschen aus, da kriegst du so Übersteuern. Da musst du auch immer ganz, ganz vorsichtig sein. Also zumindest kenne ich das da von iRacing. So, ganz links anfahren, das passt. Innen rein, 3. Gang passt auch. Und dann früh wieder ans Gas hinten ausnutzen, hier nach links raus. Passt, okay, das sieht schon mal sehr gut aus. Dann geht es hier in diese enge Passage rein, innen rein, passt. 2. Gang passt. Auto nach außen lassen, hier haben wir es wieder. Auto nach außen lassen. Und da die Streckenbreite nutzen. Na guck mal, hier machst du es ja auch. Da fährst du auch komplett raus. Innen rein. Ja, das hat aber soweit gepasst. Passt mal ein bisschen auf. Auch jetzt hier mit den Einlenkpunkten.
Also du lenkst ab und zu einen Ticken zu spät ein und dadurch fehlt dir dann der Platz nach außen. Also da musst du einfach aufpassen, gerade über diese blinden Kuppen, wo du hier kommst, da früh genug einzulenken. Jetzt hier sieht man halt auch wieder gar nichts innen drüber, passt, das sieht so super aus. Jetzt das Auto gerade rein, da musst du gar nicht so viel lenken. Versuch da mehr in diese erste rechts, links, geradeaus reinzufahren. Auch jetzt hier so viel wie möglich geradeaus fahren. Jetzt geradeaus laufen lassen. Ich bremse dann meistens so genau so ein bisschen weiter innen an und jetzt wieder die Streckenbreite nach außen nutzen. Überlenk das Auto auch nicht. Das habe ich auch gesehen, in der einen oder anderen Kurve überlenkst du das Auto so ein bisschen und dadurch kriegst du Untersteuern. Also man sieht das ja schön hier am Lenkwinkel, dass du zu viel lenkst einfach manchmal. So, jetzt geht es die lange gerade runter. Haben wir Zeit ohne Ende hier runter. Ja, diese Rechtskurve, die sieht eigentlich in der Simulation immer relativ simpel aus, aber die muss es schon ein bisschen in sich haben, weil du irgendwie direkt danach auch anbremst. Geht es jetzt hier links rein, passt. Passt, ja, das passt. Wie gesagt, die kleinen Dinge, die ich dir gesagt habe, versuch das mal so umzusetzen, weil das macht es einfach aus. Einfach so ein bisschen ruhiger fahren bei dem Ganzen. Und dann geht es wieder auf Start und Ziel drauf. Das passt auch. Sehr gut. Gute Runde. Kommen wir jetzt von Down Under zurück wieder hier auf unseren Kontinent. Wir sind wieder zurück in Europa und zwar in Portimao. Portimao finde ich auch eine relativ geile Rennstrecke, weil, also die ist mir zu wellig, weil die irgendwie so ein bisschen kaputt ist. Dadurch wird die so ein bisschen wellig. Aber mega viele blinde Kurven drin, schnelle Kurven drin, also macht echt Bock da zu fahren. Wir sind öfter mal da mit AMG zum Testen und so weiter und so fort, deswegen ist auch dafür eine bekannte Strecke. Formel 1 war glaube ich auch schon mal da, aber wenn die jetzt noch dort fahren, die letztes Jahr oder vor zwei Jahren war Mercedes da und hat also einen Junior-Test gemacht. Jetzt ist aber glaube ich mittlerweile echt zu wellig dafür, aber der Seppster, Sepp Basti, wie ich dich auch immer nennen soll, der hat mir die Runde geschickt und zwar jetzt muss ich selber erstmal gucken, Project Cars 2, also meine Lieblingssimulation. Nein, Spaß, ihr seht, ich nehme es ja trotzdem noch mit rein, alles gut, ist bloß ein kleiner Running Gag. Ja, und das Ganze in Portimao und wir starten direkt los. Also geht's jetzt hier die gerade runter, dann macht's einen kleinen Versatz nach unten, das passt. Achso, wir sind im Cadillac unterwegs, im Cadillac ATS VR GT3. Das passt. Nach links raus. Seppster, Sepp, Basti. Nach links raus. Immer von außen die Kurve anfahren. Das passt. Das sieht gut aus. Ja, auch hier wieder. Nutzt doch einfach. Also, du verzögerst das Auto extrem vorher. Also, lässt auch rollen so ein bisschen. Also, ranfahren, voll auf die Bremse drauf. Von außen nach innen rein und wieder nach außen. Also, hier jetzt auch wieder. Das war das, dieses Zwingen. Nach innen rein zwingen. Das müsst ihr nicht machen. Ihr macht euch das Leben damit nur schwer. Geht es jetzt wieder von außen? Ja, hier, ja. Ich kenne das Auto jetzt nicht. Weiß nicht, ob du da runterschalten musst. Im wahren Leben musst du nicht runterschalten. Passt. Jetzt hast du die Streckenbreite einigermaßen gut genutzt nach außen. Jetzt über die Kuppe. Auch hier macht das Auto so. Ich weiß nicht, warum, ob das bei mir hier dran liegt. Auf jeden Fall ist auch egal. Jetzt geht es hier links hoch. Oben geradeaus anbremsen, nach außen, nach innen rein. Die hast du immer untersteuern. Bisschen zu spät eingelenkt. Da kannst du schon innen sein am Curb. Musst du eigentlich auch innen sein am Curb. Jetzt links den Berg hoch. Bremse nicht zu früh runter. Du bremst ab und zu das Auto viel zu weit runter oder viel zu früh und zu weit runter. Da musst du auch aufpassen. Und dann... ja, passt, passt, passt. Ja, das ist okay. Das ist okay. Jetzt letzte Kurve, die ist mega geil zu fahren. Gehst eigentlich nur leicht runter und wieder voll drauf auf den Pinsel. Und jetzt kannst du nach außen. Du kannst schon nach außen. Du kannst schon nach außen. Streckenbreite nutzen, nicht zu früh, zu stark runterbremsen. Das sind eigentlich so die Hauptmerkmale, die du hier zu beachten hast. Dann wird es auch auf jeden Fall viel schneller nochmal. Und dann kommen wir zum Mahelu. Ich glaube, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Bahrain. Bahrain ist eine geile Rennstrecke. Die ist eigentlich nicht geil. Aber die ist daher geil. Ich glaube, ich habe das schon mal beschrieben. Es gibt so Lieblingsrennstrecken, die hast du wegen Erfolgen. Bahrain ist so eine bei mir. Und manche, die findest du geil, weil du halt einfach, weil die Rennstrecke einfach geil ist. Sandford zum Beispiel finde ich als Rennstrecke super, super geil. Spa, gut, Nordschleife, okay. Aber Bahrain finde ich einfach geil, weil da bin ich das erste Mal mit dem Porsche damals aufs Podium gefahren. Also im Porsche Mobil 1 Supercup bin ich das erste Mal aufs Podium gefahren und deswegen, und gleich bei meinem ersten Porsche-Rennen war das sogar, deswegen finde ich die Rennstrecke daher auch geil. Und es ist immer schön warm. Der Mahelu ist mit dem McLaren P1 dort unterwegs. Und dann schauen wir uns an. So, also, Mahelu. Ich weiß nicht, was es heißt. Cool, nee, falsch rum kann man es auch nicht lesen. Ist auch egal. Letzte Kurve. Und dann geht es jetzt auf die lange, lange Gerade.
Und der McLaren muss ein geiles Auto zu fahren sein. Also, ich noch nie gefahren, aber muss geil sein. Das geht jetzt hier gerade runter, hartes Anbremsen, jetzt hier gleich Ende der Geraden. Geht's runter, mindestens mal in den zweiten Gang. Ich weiß nicht, ob du sogar mit in den ersten musst. Ja, da gehst du sogar in den ersten. Auto rechts halten, ja, und dann mit Schwung aus der Links raus. Passt. Das passt. So, dann geht's jetzt hier weiter. Die gerade hinter. Anbremsen, wieder runter in den zweiten Gang, schätze ich. Ja. Links raus, weiter links raus. Guck mal, wie viel Platz du dann noch nach links hast. Es ist jetzt irgendwie bei allen Videos das gleiche gewesen. Nutzt den Platz einfach aus. Nicht zu viel rollen lassen, immer schön am Gas bleiben auch, leicht das Auto am Gas halten. Hier hast du es jetzt gut gemacht. Anbremsen, später scheitern, oder hier beziehungsweise Auto früh gerade stehen haben wir, hier musst du versuchen, früh ans Gas zu gehen. Den Platz nutzen. Mann, wenn du hier so 3-4 Videos anguckst, ist immer der gleiche Fehler, das ist echt krass. Hier bleibt oftmals links das Rad stehen. ABS kann es natürlich nicht passieren. Innen rein und dann früh wieder ans Gas. Auto überlenkt. Versuche das Auto früher rumgedreht zu haben und nicht zu lange und zu viel zu lenken. Hat man schön gesehen, wie der übergreifen musste sogar. Und dann geht es jetzt hier links den Berg wieder hoch. Und jetzt kannst du wieder ans Gas. Komm ans Gas, 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 Gas. Warum bleibst du da so innen? Das heißt, du bist viel zu langsam eigentlich. Also da kannst du viel früher ans Gas gehen. Scheitelpunkt verpasst. Und dann fehlt dir der Platz nach außen, das war mir schon so klar. Und dann wird es nämlich schwierig schon wieder mit dem Anbremsen. Übersteuern beim Anbremsen. Das hat damit angefangen, dass du den Scheitelpunkt in dieser ersten Rechtsbergauf, in dieser schnellen, nicht getroffen hast. Damit hat das alles zusammengehangen. Und jetzt ziehst du das die ganze Gerade hier wieder mit runter. Und dann nochmal letzte Kurve. Und jetzt früh ans Gas, jetzt schon ans Gas, jetzt ans Gas, 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 Gas. Den Platz nutzen. Warum bleibst du mittig? Hat das nichts mit dir zu tun. Aber generell, Leute, nutzt doch bitte den Platz aus nach außen. Dafür ist er doch da. Und wenn ihr den Platz ausnutzt, kommt ihr mit viel mehr Schwung raus. Auch bei dir jetzt, Mahelu. Den Platz nach außen nutzen, nicht so viel rollen lassen, das Auto mehr am Gas halten. Dann ist das einfach einfacher und du hast viel stabileres Auto. Und nicht überlenken. Und last but not least haben wir da noch den Error 404. Nein, den Pascal. Der Pascal ist im 911 GT3R unterwegs in Zolder oder Solder, also es ist ja nicht Zolder, sondern es ist ja Solder, in Belgien. Krasse Strecke, weil du hast rechts und links immer so einen Betonkanal, also du fährst halt echt zwischen den Mauern, kaum Auslaufzone. Bin schon ein paar Mal da auch gefahren, auch damals glaube ich sogar, ja nicht glaube ich, sondern bin ich Formelauto da gefahren, bin auch schon im GT3 da unterwegs gewesen, also coole Strecke auf jeden Fall. Und ja, er ist halt mit Project Cars unterwegs, also das zweite Mal jetzt Project Cars und da gucken wir uns an. Letzte Schikane jetzt hier. Das ist doch da, wo der von der Laden abgeflogen ist. Auf Öl ausgerutscht ist der Felix da, glaube ich, damals. Und dann ging es geradeaus. Ich glaube, da hat ihm echt der Stift geguckt. Weil würde mir aber auch, ehrlich gesagt. Los geht's. Ende statt Ziel. Einlenken. Zu schnell reingefahren. Guck mal, wie weit du lenken musst. Viel zu schnell reingefahren in die erste Kurve. Scheitelpunkt verpasst und dann hat die ganze Kurve nicht mehr gepasst. Also zu schnell rein. Du bist jetzt zu langsam reingefahren. Aber dann zu früh am Gas und dann fehlt dir der Platz nach außen. Eieieiei. Okay, also, da musst du aufpassen, die ersten beiden Kurven. Zu schnell rein, zu langsam angefahren und dann aber früh am Gas gewesen. Jetzt hier den Schwung mitnehmen. Jetzt kannst du wieder ans Gas. Komm. Das war okay, aber versuch mal ein bisschen harmonischer zu fahren. Ein bisschen runder, ein bisschen harmonischer. Also wirklich nicht zu stark runter zu bremsen oder überhaupt runter zu bremsen. Also, da muss ein bisschen mehr Harmonie reinkommen. Jetzt hier, bam, bam, links, rechts, durch. Jetzt hast du einfach die Lenkung aufgemacht, wird bestraft. So wie du drüber gefahren bist, wird die Zeit jetzt gestrichen auf jeden Fall im richtigen Rennauto. Anbremsen, nicht innen anbremsen. Warum bremst du innen an? Nein. Von links wieder anbremsen. Der Rest hat gepasst. Ein bisschen zu schnell, ein bisschen früher am Gas gewesen, da ging dir der Platz aus. Also einfach mir fehlt ein bisschen die Harmonie hier. Das ist so das Hauptmerkmal. Ich will euch ja immer so die Hauptmerkmale mitgeben. Dir fehlt einfach die Harmonie. So, also das muss so ein Gefühl sein. So. Weißt du, das muss so ein schönes, harmonisches Gefühl sein. Wieder viel zu viel gelenkt, zu schnell reingefahren, viel zu viel gelenkt. Versuchen mit dem Lenkwinkel dann noch rumzukommen um die Kurve, aber das geht meistens dann schief. Machst auch die Vorderräder komplett kaputt. Also wie gesagt, das ist so, das kann ich dir als ganz großen Tipp erstmal nur mitgeben. Und dann machst du so viel besser, wenn du einfach harmonischer fährst. Einfach dieses nicht zu schnell reinfahren in die Kurve, nicht zu stark runterbremsen, dann in der Kurve Gas geben, weil du merkst, du bist dann zu schnell.
Wenn du das einmal raus hast, dieses Gefühl, und da kann ich dir aber nicht viel helfen, das kann ich dir jetzt nur als Tipp geben, dann wirst du sehen, dann die Rundenzeit, die fällt so schnell, das merkst du gar nicht. Das waren schon wieder 5 Runden von deiner Runde, ich bewerte. Also ihr seht, es ist immer noch ein bisschen Arbeit, was vor uns liegt. Schickt mir gerne weiter die Runden an bewertung@jan-seifert.com. Schaut gerne mal in meinen Shop vorbei. Jetzt muss ich aber so ein bisschen Werbung für meinen Shop machen. Guckt mal da, da werden auch noch T-Shirts kommen und so weiter und so fort. Bin ich gerade am Designen. Aber wie gesagt, wenn ihr noch hier zu Sim Racing und ihr seht, es kommt doch weiter Sim Racing, weil so viele Beschwerden kamen. Es geht auch weiter. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich aufhöre damit. Ich habe nur gesagt, ich will nicht 100% machen. Wenn ihr noch weitere Videos habt, ich weiß, mein Postfach ist voll, deswegen versuche die jetzt noch ein bisschen abzuarbeiten. Dann immer schicken, immer her damit. Und ansonsten sehen wir uns dann bei der Sim Racing Expo. Quatscht mich an, da labern wir ein bisschen. Wir spielen vielleicht oder fahren gegeneinander, miteinander und so weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann am Sonntag wieder.